zur geometrischen Deutung der Ableitungsfunktion. Angegeben wird eine Funktion f und eine Zahl a im Definitionsbereich dieser Funktion f. Zuerst einmal bestimmen wir den Graphenpunkt mit Abszisse a und Ordinate f von a. Dann rechnen wir den Grenzwert, wenn x gegen a strebt, von f von x minus f von a geteilt durch x minus a. Und falls dieser Grenzwert eine reelle Zahl ergibt, sagt man, die Funktion f sei ableitbar an dieser Zahl a oder auch die Funktion f sei differenzierbar an dieser Zahl a. Und diesen reellen Grenzwert bezeichnet man dann mit f' von a. Die Funktion, die dieser Zahl a diese Zahl f' von a zuordnet, das ist die Ableitung der Funktion f. Falls f ableitbar ist an a, ist die Gerade t mit dieser kartesischen Gleichung die Tangente zum Graphen von f am Kontaktpunkt a mit Koordinate a, f von a. Diese kartesische Gleichung der Tangenten lässt deutlich erkennen, dass der Punkt mit Abszisse a und mit Ordinate f von a zu dieser Geraden gehört. Auch deuten wir aus dieser kartesischen Gleichung, dass diese Zahl f' von a der Steigungsfaktor dieser Tangenten ist. Also in dieser Zeichnung hier, diese Gerade t, von der das die kartesische Gleichung ist, enthält den Kontaktpunkt mit Koordinate a, f von a und hat als Steigungsfaktor die Zahl f' von a. Schauen wir in einem konkreten Beispiel. F von x ist x² und die angegebene Zahl a ist 1. Wir möchten jetzt die Tangente zu diesem Graphen an dem Punkt mit Abszisse 1 bestimmen. Dazu brauchen wir f von 1 und f' von 1. Suchen wir zuerst f von 1. Das ist schnell bestimmt. Wir ersetzen hier drin x durch 1 und finden f von 1 ist 1 Quadrat, das heißt 1. Jetzt brauchen wir noch f' von 1. Um f' von 1 zu bestimmen, brauchen wir nicht mehr diesen Grenzwert zu berechnen, sondern wir leiten zuerst die Funktion f ab, die Ableitung von x², das ist 2x. So haben wir also f' von x gefunden und hier drin ersetzen wir jetzt einfach x durch 1 und erhalten f' von 1, das macht 2 mal 1, also 2. Wir können jetzt die gesuchte kartesische Gleichung erstellen anhand dieser Formel und diese kartesische Gleichung schreiben wir noch in üblicher Form. So, wir erkennen anhand dieser Gleichung, dass die Tangente selbstverständlich den Kontaktpunkt enthält, das heißt die Koordinate 1, 1 erfüllt diese Gleichung. Natürlich tut sie das. 2 mal 1 macht 2, minus 1 macht 1, minus 1 macht 0. Um die Tangente zeichnen zu können, könnten wir zum Beispiel einen zweiten Punkt bestimmen. Hier, wenn man x durch 0 ersetzt, erkennt man sehr schnell, dass y minus 1 sein muss. 0 minus minus 1 minus 1 ergibt 0. Diese Tangente enthält also den Punkt mit Koordinate 1, 1 und den Punkt mit Koordinate 0 minus 1. Somit können wir diese Tangente schön konstruieren. Übrigens, statt einen zweiten Punkt zu bestimmen, hätte man auch so vorgehen können. Von diesem Punkt aus fahren wir um eine Einheit nach rechts und dann um so viele Einheiten vertikal, das heißt hier 2. So erhalten wir auch einen zweiten Punkt dieser Geraden, denn der Steigungsfaktor der Geraden ist ja vertikal 2 geteilt durch horizontal 1.
2 geteilt durch 1, das macht diese Zahl. Behalten wir also gut, f' von a, das ist der Steigungsfaktor der Tangenten zum Graphen der Funktion am Kontaktpunkt mit Koordinate a, f von a. Halten wir dieses fest. F' von a ist der Steigungsfaktor der Tangenten t zum Graphen der Funktion f am Kontaktpunkt a mit Koordinate a, f von a. Diese Aussage nennt man die geometrische Deutung der Ableitung. Schauen wir in dieser Zeichnung hier, um den Steigungsfaktor dieser Tangenten sichtbar zu machen, könnte man einen zweiten Punkt der Tangente konstruieren und dann vertikal geteilt durch horizontal berechnen. Diese vertikale Zahl geteilt durch diese horizontale Zahl ergibt effektiv den Steigungsfaktoren dieser roten Tangenten. Man kann den Steigungsfaktoren auch noch etwas anders bestimmen, und zwar, wie eben im Beispiel, von diesem Punkt A aus fährt man eine Einheit nach rechts und dann fährt man vertikal zur roten Geraden zurück. So, von A aus fahren wir um eine Einheit nach rechts und dann fahren wir vertikal zur roten Geraden zurück. Der Steigungsfaktor dieser roten Tangente, das ist dieses vertikale Stück geteilt durch das horizontale Stück, aber das horizontale Stück ist 1. Also ist der Steigungsfaktor dieser Geraden t dieses vertikale Stück. In dem Beispiel hier 2,75. Der Steigungsfaktor der Geraden ist aber auch f' von a. Was also heißt, f' von dieser Zahl a, das ist diese Zahl hier, der Steigungsfaktor der Tangenten. Ändern wir hier die Zahl a und beobachten gleichzeitig die Steigung der Tangenten. Ich ändere a. Wir sehen selbstverständlich, dass die Steigung der Tangenten mitändert. Also für diesen a-Wert ist die Steigung der roten Tangenten diese Zahl f' von a, das heißt hier 1,56. Wir verändern a noch ein wenig und stellen fest, für diese Zahl a ist die Steigung der Tangenten minus 1,12. Hier ist die Steigung negativ, sie ist ja hier nach unten gerichtet. Da der Steigungsfaktor negativ ist, muss die Tangente fallend sein. Und wenn die Tangente fallend ist, dann muss die Funktion in diesem Bereich hier ebenfalls fallend sein. Verändern wir A noch ein bisschen. Die Steigung dieser Tangenten ist negativ, das heißt die Tangente fällt. Und dementsprechend muss auch die Funktion fallen. Verändern wir a noch ein bisschen. So, jetzt ist der Steigungsfaktor der Tangenten wieder positiv. Es ist hier 2,59. Also ist die Tangente steigend, also ist die Funktion steigend. Halten wir hier fest, wenn f' streng positiv ist, dann bedeutet das, dass der Steigungsfaktor der Tangenten streng positiv ist. Also muss die Tangente steigend sein und demzufolge muss die Funktion auch steigend sein. Es geht auch andersrum. Wenn die Funktion steigend ist, dann muss die Tangente steigend sein und demzufolge muss ihr Steigungsfaktor streng positiv sein. F' ist also streng positiv, dann und genau dann, wenn die Funktion steigend ist. Wenn f' streng negativ ist, dann bedeutet das, dass der Steigungsfaktor der Tangenten streng negativ ist, was wiederum bedeutet, dass die Tangente fällt. Und wenn die Tangente fällt, dann muss die Funktion fallen. Es geht auch andersrum, wenn die Funktion fallend ist, dann muss die Tangente fallen. Also muss der Steigungsfaktor der Tangente streng negativ sein. Das heißt, da muss f' streng negativ sein.
Halten wir also fest, f' ist streng positiv, dann und genau dann, wenn die Funktion steigt, und f' ist streng negativ, dann und genau dann, wenn die Funktion fällt. Schauen wir nochmal hier in diesem Bereich. Bei dieser Zahl a ist die Tangente steigend und deshalb muss die Funktion ebenfalls steigend sein. Wir fahren jetzt etwas nach rechts. Die Funktion ist immer noch steigend, f' ist immer noch streng positiv. Wir verändern jetzt die Zahl noch ein wenig und stellen fest, für diesen Wert von a ist f' von a gleich 0. Der Steigungsfaktor der Tangenten ist 0, was also bedeutet, die Tangente ist horizontal. F' ist nicht streng positiv, also an diesem a-Wert steigt die Funktion nicht und f' ist auch nicht streng negativ, also fällt die Funktion auch nicht. Demzufolge finden wir bei dieser Zahl a mit horizontaler Tangente einen Hochpunkt. In diesem Bereich hier ist das der höchste Punkt. Solch einen Hochpunkt nennt man auch Maximum und wir können aus diesen Erkenntnissen schließen, wenn f' streng positiv ist, dann steigt die Funktion. Wenn f' streng negativ ist, dann fällt die Funktion. Und wenn zusätzlich f' bei dieser Zahl a 0 ergibt, dann muss die Tangente horizontal sein und dann erreicht diese Funktion f bei dieser Zahl a einen Hochpunkt, auch Maximum genannt. Es geht natürlich auch ähnlich bei einem Tiefpunkt. Die Funktion fällt, sie fällt hier irgendwo, da ist f' gleich 0. Das bedeutet, dass der Steigungsfaktor dieser Gerade 0 ist, also ist diese rote Tangente horizontal. Wir können auch hier festhalten, wenn f' streng negativ ist, dann fällt f. Wenn f' streng positiv ist, dann steigt f. Und wenn f' bei a 0 ist und das Vorzeichen so ändert, dann können wir darauf schließen, dass die Funktion f bei dieser Zahl a einen Tiefpunkt erreicht, ein Minimum. Wir sehen also deutlich, da wo f' streng positiv ist, da steigt die Funktion. An einem Hochpunkt wird sie 0 und danach ist sie negativ, dann fällt die Funktion. Am Tiefpunkt wird sie wieder 0 und danach steigt die Funktion wieder. Schalten wir R mal weg. Wir schalten jetzt den Graphen der Ableitungsfunktion ein. Das ist dieser blaue Graph hier. An dieser Zahl a ist f' eine streng positive Zahl, weil sie ja nach oben gerichtet ist. Da f' streng positiv ist, muss die Tangente steigen und die Funktion demzufolge auch. An diesen Werten hier ist f' streng positiv. Zum Beispiel für diese Zahl, das f' von diesem a, das ist die Zahl von da bis da. Das ist die Ordinate von diesem blauen Punkt. Ist nach oben gerichtet, also streng positiv. Deshalb ist die Funktion hier steigend. Jetzt schauen wir mal in diesem Bereich, wo f' von dieser Zahl a nach unten gerichtet ist. Nach unten gerichtet bedeutet streng negativ. f' von dieser Zahl a ist streng negativ, also muss die Funktion bei dieser Zahl a fallend sein. Ist sie ja auch. Zwischen diesem Punkt und diesem Punkt, also in diesem Bereich hier, ist f' nach unten gerichtet, also streng negativ. In diesem Bereich muss die Funktion selbst also streng fallend sein. Stimmt ja auch. Genau bei dieser Zahl hier, so, ich versuche sie so schön einzustellen, so, genau bei dieser Zahl ist f' gleich 0. Und f' gleich 0 bedeutet hier Tangente horizontal. Vorher war die Tangente fallend, danach ist die Tangente steigend, hier horizontal,
Also erreichen wir genau bei diesem Punkt ein Minimum. Es ist genau da, wo f' von dieser Zahl 0 ergibt. Erkennen wir an der blauen Funktion. Übrigens, ein schöner Effekt der Tangente zu einem Funktionsgraphen ist, dass man diesen Graphen sichtbar machen kann, nur anhand der Tangente. Wir wählen dazu eine Zahl a auf der x-Achse und bestimmen schon mal die Tangente zu diesem Graphen an dieser Zahl a, das heißt diese Tangente hier. Diese Zahl a habe ich hier in GeoGebra als Schieberegler eingebaut und jetzt schalte ich die Parabel weg, denn wir werden sie sichtbar machen nur anhand von Tangenten. So. Da ist sie, die Parabel. Man kann eine krumme Linie anhand von Geraden sichtbar machen. Mathematik ist auch eine Kunst.